Was meinst du? Ist das zu nuttig fürs Casting? Wow! Ich glaube, bei den Haaren, da spielen die Klamotten auch keine Rolle mehr. Arschloch. Ey, guckst du gerade ein Porno oder was? Ja, wir können doch mal den großen Fernseher streamen, da gucken wir zusammen alle. Niklas. Herzlich willkommen in der Hausgemeinschaft. Hallo. Danke. Und Sie sind Frau Sahin? Shahin. Aus dem Herrenmagazin? Bitte was? Hast du dich schon mit den Nachbarn angefreundet? Nur hier. Dicke Frisur. Viel Glück. Hab ich mir eine blonde Perücke ausgeliehen? Ja. War ich bei einem Casting? Ja. Hat das eine mit dem anderen was zu tun? Nein. Hallo. Scheiße, was hast du denn gemacht? Warum denn eine Blonde? Die soll doch brünett sein. Bis gestern war die auch noch brünett. Ich hoffe echt, das ist eine Perücke. Nee, also ich habe mir die Haare gefärbt, weil ich dachte, das ist ganz cool, wegen Blond in Berlin. Blond? Blondie, der Hund heißt Blondie. Blondie in Berlin 2. Ich verstehe nicht, welcher Hund? Der Scheißköter, mit dem du, also wahrscheinlich nicht du, mit dem deine Figur Nazi-Aliens in Berlin jagt. Sorry, Scheiße, das ist aber echt lustig. Also, ich finde das nicht so lustig. Bestimmt schwer, wieder rückgängig zu machen. Hab ich ihr gesagt, sie soll sich die Haare blond färben? Ja, irgendwie schon. Wenn du genauso gut bist, wie du lustig bist, dann hast du die Rolle. Leg mal los. Okay. Also gut. Soll ich vielleicht noch mal rausgehen und noch mal reinkommen, oder? Biet einfach mal was an, wir schauen dann. Okay. Es kann losgehen. Ich. Entschuldigung. Nächste. In der Öffentlichkeit ist Silla immer so: Bam, 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 ich bin stärker als ihr alle zusammen. Was die wenigsten wissen. Sie ist ein ganz tief verunsicherter Mensch. Denn wenn es darum geht, was sie machen will, um Castings, um Dinge, die ihr wichtig sind, das schafft sie ja manchmal noch nicht mal in den Castingraum. Da sitzt sie dann heulend davor im Auto. Mit mir? Eigentlich nicht. Du hast mir doch einen Zettel hinterlassen. Der war nicht für dich. Für wen dann? Scheiße. Wer bist du denn? Wer ich bin? Okay. Wie lösen wir das jetzt? Ich verstehe die Signale gerade nicht. Es gibt so Tage, die sind lebensverändernd. Da passiert nur Scheiße. Aber du darfst dir nicht zu schade sein, aus dieser Scheiße was zu machen. Also steckst du deine Hände in die Scheiße und formst was draus. Und dann nimmst du diese Scheiße und stellst sie in die Sonne. Und irgendwann hört diese Scheiße auf zu stinken.
Und dann ist es nur noch das, was du draus geformt hast. Eine schöne Metapher. Warum bist du noch hier? Stimmt, du kannst langsam gehen. Sie kann bleiben. Siehst doch mal so, du hattest ein Casting. Stimmt. Selbst im Tiefpunkt meines Lebens hatte ich ein Casting. Ab jetzt kann es ja nur besser werden. Also wollen wir zurück in die Wanne? Gibt vielleicht eine Werbeanfrage. Worum geht's? Massagegeräte.